Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier nochmal im Zweiten Weltkrieg gegen England. Und ja, wir haben beim letzten Mal tatsächlich es geschafft, da seht ihr das, alle Docks im Platz zu wachen. Und der Brite, der kriegt jetzt keine Verstärkung mehr. Das heißt, seine Angriffe haben tatsächlich aufgehört. Und wir müssen jetzt nur noch seine Schiffe platt machen. Dafür können wir tatsächlich auch die ganzen U-Boote hier nehmen. Weil U-Boote gegen Schiffe sind immer gut. So. Gut, wir haben es endlich, ey. Ja, ich war ja beim letzten Mal dabei, diesen Neustart quasi hier hinzulegen in dem Spiel. Weil ja Command & Conquer letzte Woche zu Ende gegangen ist. Und was willst du jetzt? Was willst du jetzt bitte, Fregatte? Das ist nicht dein Ernst, oder? Du bist doch ein... Ach nee, du bist doch ein Konvoi-Kollege. Was machst du denn? Find wie dreist. Die Konvois. Ja gut, okay, aber... Schau ich es an. Unsere fette U-Boot-Flotte hier. Schon geil, ja? Schon geil. Und ja, liebe Leute, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Wir waren jetzt hier weiter als Deutschland quasi den letzten Widerstand in Europa eindämmen. Das ist ja wirklich krass gewesen, was hier für eine Materialschlacht auch war. Hier erster Offizier, Kurs wird gesetzt. Dem lieber mit. Unser Kurs, Sir. Hier erster Offizier. So. Das war schon echt heftig, aber jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen. Ja, wo wir tatsächlich sagen können, wir haben fast gewonnen. Den Zweiten Weltkrieg, ne? Viel ist es echt nicht mehr. Ich erkunde jetzt noch hier kurz die Karte. Beziehungsweise wartet mal. Vielleicht sind die auch hier oben. Weiß ja gar nicht, wo er die Heimatflotte hat, ne? Der Brite. Die Karte ist ja riesengroß hier. Kann ja überall sein, ne? Wir müssen einfach mal alles erkunden. Ah, fahrt mal lieber hier vorne hin. So. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie es danach weitergeht. Also ich meine, der Zweite Weltkrieg ist ja dann vorbei, ne? Aber die deutsche Kampagne geht ja noch ein bisschen. Bin ich echt mal gespannt. Und so, die beiden, die können mal, ja, hackt mal, geht mal auf den Steinbruch. So, es scheint ja echt nicht mehr viel hier zu sein, ne? So, da ist das Kartenende. Wo ist denn jetzt hier seine Flotte, verdammt? Ich habe mich echt gefragt, schon lange, wo die Quelle seiner Angriffe hier ist. Aha! So, jetzt bin ich mal gespannt. So, haha, wir haben U-Boote. Ja, dann macht mal. Macht mal bitte diese Fregatten im Arsch. Kommt. Die Fregatten. Die Fregatten, bitte. So, die Fregatten, die sind nämlich übel gegen euch hier. Oder? Sind das die Fregatten? Ja, ja, ich glaube schon. So, dann macht mal. Los. Seeschlacht. Bäm, alle versenkt. Ich sag's euch doch. U-Boote gegen Schiffe geht immer zugunsten von U-Booten aus. Es ist einfach so. Sehr schön, U-Boote. Ihr macht echt einen geilen Job. Ihr macht echt einen mega geilen Job. Oh, Flugzeugträger. HMS Arbiter. Geil. Ein Flugzeugträger, oh mein Gott. Ja, ich würde mal sagen, das haben wir geschafft, ne? Er verzieht sich schon. Komm, mach die Flugzeugträger im Arsch. Boah, hält der viel aus. Boah, ist der auch schnell, ne? Boah, hält der viel aus, der Flugzeugträger. Ja gut, dann... er verzieht sich. Hey, Flucht gibt's nicht hier. Abhauen gibt's nicht. Nix da.
So. Abhauen gibt's hier nicht. Ah, Bams, alles platt machen. Los. Und die Schiffe verfolgen. Los. Sehr schön. Alles klar. Da haut der einfach eiskalt ab. Ich fass es nicht. Haut der einfach ab. Der Flugzeugträger, habt ihr es eben gesehen? Haut der einfach ab. Naja gut, ich meine, wenn man da von 20, von 30 U-Booten angegriffen wird, das ist schon heftig, ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen, lieber Brite, aber es hat dir nichts gebracht. Beziehungsweise die Flucht bringt dir nichts. Da haben wir den. So. Platt machen den Flugzeugträger, los. Da hat er sogar noch ein Patrouillenschiff dabei. So, platt machen, los. Da haut er einfach ab, ich glaub's nicht. So, hier, jetzt fährt er voll rein. Sehr gut. Boah, 16.000, ey, der hält ganz schön viel aus, muss ich sagen, der Flugzeugträger. Aber er geht gleich sterben. Und dann ist die Mission geschafft. Alles klar. Okay. Noch abwarten, bis die Flieger abstürzen, oder was? Ja, die stürzen alle ab jetzt. Alle nach und nach. Oh, Bams. Alle Schiffe der britischen Heimatflotte zerstören. Ja, wie lange fliegt ihr denn jetzt noch? 30, 38, 39, oh Mann. Naja gut, aber ich meine... Yes! Oh, wir haben es geschafft! Marinebasen sind dahin. Der Weg zur Invasion ist jetzt frei! Sehr schön. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Er hatte hier noch was. Na gut, okay. Was ist das hier oben? Island. Geil. Island. Oh, sehr schön. Wir haben endlich diese Materialschlacht haben wir geschafft. Oh mein Gott, wie geil ist das denn, Leute? Wie geil ist das denn gerade? Boah. Da habe ich aber jetzt nach dem zweiten Anlauf nur zwei Folgen gebraucht, ne? Zweieinhalb Folgen. Ja, die Bismarck haben wir leider trotzdem verloren. Das war wohl scheinbar nicht zu verhindern. Aber gut, Freunde. Wir haben jetzt tatsächlich die letzte Mission der deutschen Kampagne vor uns. Operation Seelöwe. Trotz jahrelanger Kriegshandlungen bewundert das deutsche Oberkommando die englische Nation und das englische Volk. Aber da eine Kapitulation verweigert wird, steht die Luftwaffe bereit, Englands Schicksal zu besiegeln. Heinkel-Bomber werden Stacheldraht und Kanonen zwischen der Küste und London beseitigen. Messerschmitt-Bomber werden über den Himmel rasen und die Maschinen der Royal Air Force brennend abstürzen lassen. Ist London erobert, soll ein neues deutsches Stadtzentrum als Zentrale der Besatzungsmacht dienen. Dieses Zentrum wird auf der Asche des Buckingham-Palasts stehen und damit die Moral des gesamten britischen Empires brechen. Aus ganz Europa sind Soldaten der Invasionsarmee mit dem Zug unterwegs nach Frankreich. Zusätzliche Ressourcen wurden aufgeboten, um Seetransporte zu ermöglichen und bei Notfällen einzugreifen, die nicht ausbleiben werden. Bis die Truppen bereit sind, sollte auch der Landeplatz an Englands Küste bereit sein. Unter dem Dröhnen der Luftwaffe beginnt die Morgendämmerung von Großdeutschland. Oh yeah, liebe Leute. Großdeutschland. Und ja, Missionsziele. Bauen Sie Transporter für die Verschiffung der Invasionsarmee nach England. Sie können keine anderen Militäreinheiten mehr kaufen. Oh fuck. Okay. Nutzen Sie daher den Rest der Ressourcen, um Ihre Truppen zu verbessern. Schaffen Sie mit der Luftwaffe eine Landestelle für Ihre Invasionsarmee. Zerstören Sie den Buckingham-Palast, eines der Symbole des englischen Widerstands, und bauen Sie das Stadtzentrum oder Kapitol. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal.
So. Läuft doch. Cutscene. Die Luftwaffe wird die englische Küste verwüsten. Bis unsere Bodentruppen eintreffen, wird der Weg nach London ein... Ein Spaziergang sein. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier Heinkelbomber tatsächlich drin. So, was muss ich jetzt genau machen? Bauen Sie Transporter für die Verschiffung der Truppen. Ich glaube, was ist das hier? Ah, jetzt haben wir hier tatsächlich... Okay. Ich glaube, wir bauen hier jede Menge Panzer, oder? Infanterie. Schwertkämpfer, ja klar, wir machen jetzt einfach im Zweiten Weltkrieg Schwertkämpfer. So, Geschwindigkeit, Kostensenkung, Panzerung, Infanterie, Distanzangriffe. Nee, Panzer, wo sind die Panzer? Hier sind die Panzer, Angriff. So, und Bauzeitsenkung, komm. So, alles klar. Was haben wir hier? Oh, das ist so unübersichtlich alles, ey. U-Boote? Die fahren auch, okay. Wir haben 2000. Hier unten ist noch ein Flughafen. Was haben wir hier? Das ist was? Frankreich ist das. Wir können keine Bürger bauen. Wir können hier auch nichts machen. Was können wir denn bauen? Festung. Ja, du kannst uns helfen. Bauen wir ein bisschen Holz ab. Kann ich hier... In diesen Maschinen sind oh. Unsere Elite-Fallschirmspringer. Über der englischen Küste werden sie abspringen. Diese Leute sind Baumeister und Bürokraten. Keine Packesel. Die Ressourcen, die sie haben, müssen reichen. Ja, ist ja gut. Das sind... Was ist das hier hinten? Boah, das sieht voll geil aus, ey. Echt. Ja, und wie trigger ich das jetzt? Ich kann ja gar nichts machen. Ich kann nur Transportschiffe bauen. Ja, dann bauen wir jetzt 6 Stück. Ich kann ja gar nichts bauen hier. Was ist denn das? Ich kann gar nichts bauen. Irgendwie gerade nicht, nee. Da stehen überall Flachs. Ein Teil unserer Invasion hat die Bahnhöfe südlich von Paris erreicht. Der Kommandeur ist noch unterwegs. Ah, cool. Okay. Das heißt, wir sollen... Die Einheiten, die sollten wir jetzt mal verbessern. Okay. Dann machen wir das doch einfach mal. So, alles klar. Das hier ist also Paris, ja. Zerstören Sie den Backe hier im Palast. Klingt einfach, ist aber wahrscheinlich schwieriger als gedacht. So. Da würde ich sagen, schiff die mal nach hier vorne. Okay. Gut. Oder nach hier ganz oben. Ja, kommt. Dann laden wir die mal hier oben nach. Oh. Oh, jetzt kommt noch mehr. Oh, geil, da kommt Nachschub. AP-Panzer. Oh ja, die sind mega stark. So. Deutscher Infanterist. Sehr schön. Die deutschen Infanteristen, die sind einfach genial. Geht ihr auch mal bitte nach da oben? Wir sammeln uns jetzt hier für den großen letzten Schlag Bazookas. Anti-Lufteinheiten. Die Bazookas, ja. Okay. Die AP-Panzer, die sind mächtig. Tatsächlich. Deutscher Infanterist, ey. Was? RAF? Was zur Hölle, RAF? Okay, lustig. Das sind zum Glück... was? Was? Wieso... Was zur... Ach, das sind Flaggschiffe! Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich Hammer. So. Das sind Flaggschiffe. Okay. Was ist hier unten jetzt noch? Sind hier wieder Einheiten? Oh, geil. Noch mehr Einheiten hier. Sehr gut.
Alles klar. Der ballert schön die Flieger. RAF. Das sehe ich kein RAF-Bomber. Was haben wir hier unten noch? Oh yeah, noch mehr davon. Okay. Was haben wir hier ganz unten? Ach. Ach, den können wir auch steuern. ME-110-Bomber. Oh Gott, nein. Um Gottes Willen, bleib doch hier. Das wollte ich jetzt nicht. Ja gut, jetzt, dann fliegt er halt jetzt hier rum. Okay. Dann zieh die alle mal nach hier oben. Die Flaggschiffe. Ja, die ballern schön die Flieger weg. Ist ganz gut eigentlich. So, jetzt werden wir tatsächlich angegriffen. Aber wer denn? Ach, das Schiff hier, okay. What? Boah, ihr Penner, echt. Was war das denn? Ja gut, aber... Hallo? So. Gut, alles klar, aber ich glaube... Boah, wir haben es ordentlich. Flakpanzer, sehr geil. Dann machen wir hier und haben wir hier noch einen Flammenwerfer, oh yeah. Eine meiner Lieblingseinheiten hier, der Flammenwerfer. Da kommt noch mehr! Deutscher Infanterist. Oh, Artillerien. Hammer. Wir kriegen hier richtig gute Sachen, sag mal. Richtig gut und viel auch noch, ne? Wir werden angegriffen. Ah, der Kommandeur der Invasionstruppen ist da. Willkommen, Feldmarschall Rommel. Erwin Rommel. Aber wo bist denn du, Erwin Rommel? Hä? Da unten? Da unten? Oh. Flakpanzer? Oh, 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 oh. Ist der das? Nee. Wo ist denn der Rommel? Er hier? Ah. Hi, Rommel. Ist mir eine Ehre. So, da sind die nächsten Flakpanzer. Ich bin dran. Was? Okay. So. Das ist ja schon ordentlich, was wir hier haben, ne? Oh, 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 oh ja. Das ist schon echt ordentlich. Fertig, Sir. Ahaha, shit. 14. Ich bezweifle, dass das ausreicht. Ja, das ist nämlich einiges, was wir hier haben, ne? Und ich bezweifle echt, dass die Transporter da ausreichen. Na gut, aber muss ja nicht alle auf einmal rüberschiffen. Boah, ich habe mich schon erschrocken. Was wollte der denn hier? Oh Mann, Leute. Echt, also... So, das hier sind Jäger. Okay, wir sollen den Buckingham-Palast also platt machen, ne? Dann nehme ich mir doch einfach mal ein U-Boot. Geh doch mal weg. So. Und erkunde mal ein bisschen die Karte. Ihr geht mal bitte hier hin. So. Mit dem U-Boot werde ich mal ein bisschen die Karte erkunden. Ja. Die Ressourcen sind nämlich jetzt weg. Mehr kriegen wir scheinbar auch nicht. Okay. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen was. So. Da würde ich sagen, haben wir die Ressourcen ja sehr gut genutzt, muss ich sagen. Hey. Boah, der Bomber. RAF-Bomber. Krass, ey. So. Aber ja, passt schon soweit. Nächste Flieger weg. Okay. Ich will einfach nur wissen, wo ich hier landen muss, Leute. Wo muss ich hier landen? Vielleicht schaffen wir das ja sogar noch in dieser Folge. Wer weiß. Ist auf jeden Fall echt spannend hier. Noch mehr Jäger. Die Bombe, oh mein Gott. Schieß die platt.
Mach die platt! Oh mein Gott, Leute. RAF-Bomber. Einer ist weg. Sehr gut. Alles klar. Da kommen sie also an. Angekackt hier, ey. Echt. So. Dann haben wir da. Okay. Okay, hier oben müssen wir also dann anlegen, oder was, ne? Sie werden angegriffen. Ach du Scheiße, baller die ab! Sehr schön. Gut, dass ich diese Flaggschiffe habe, ey. Weil sonst könnte das echt übel aussehen. Und ja, liebe Leute, erzählt mal, wie es euch so geht. Mir geht's sehr gut. Es ist wieder nach wie vor dieser Sonntagabend hier. Aber neue Arbeitswoche geht los, aber wenn ihr das seht, ist es schon Freitag. Also von daher sollte das, ja, passt schon soweit. Erzählt ruhig mal, interessiert mich wirklich sehr. So, ach du Kacke, schaut euch das mal an hier. Jede Menge Artillerie, Natrie, okay. Daher, was ist das denn hier? Minen! Oh, scheiße. Ja, das waren Seeminen, Freunde. Das waren Seeminen. Okay, das heißt... Der hatte Artillerien und so, ne? Oh Mann. Ja, gut. Aber ich meine, wir haben die Bomber hier. Wir werden angegriffen. Das sind... Sind das Jäger? Nee, das sind, glaube ich, auch Bomber, oder? Die hier können auf jeden Fall auch mal starten. So, schau dich das an. Es sieht so geil aus. Zack. So. Dann fliegt mal hierher. Und macht mal alles auf Weg platt, bitte. Oh, es sieht so geil aus. Schaut mal. Diese Fliegerstaffel. Ja, richtig cool. Okay. Dann haben wir jetzt gleich noch dieses eine Kriegsschiff. Die Bismarck haben wir wieder im Einsatz. Okay, geil. So, wegmachen. Diesen Bomber unbedingt platt machen. Damn. Okay. Oh nein, was... Ah. Och, was macht ihr denn da? Hallo, ihr sollt nicht da reinfahren. Ah, ihr könnt auch... Ja gut, okay, nee, dann raus da, raus da. Okay. Bomber. Bombt euch mal hier durch. So. Und ihr bombt euch jetzt mal hier durch. So, wunderbar hier. Los geht's. Die Schlacht. Die Schlacht um England. So. Du bombst bitte die Flak da hinten kaputt. Und du bombst bitte diese Artillerie kaputt. Bäm. Oh, das reicht noch nicht mal. Okay. Und hier. Genau, sehr schön. Alles klar. Schaut euch das an. Wow. Es sind so viele Flugzeuge, auf die ich aufpassen muss, ne? Das ist unfassbar. So, dann. Jawohl, könnt ihr auch mal hier hin. So. Es sind so viele, ne? So, dann. Hier drauf. Auf die Flak los. Sehr schön. Und ihr könnt jetzt auch mal bitte hier hinkreisen. So. Und ihr auch hier. Schau ich das an. Richtig geil. Okay. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nee, oder? Da haben wir noch mehr. Oh, okay, krass. Dann haben wir da also noch ein paar Bomberchen. Okay. Ja, ist ja gut. Let's go. Och nein. Um Gottes Willen. Bomber macht die Flak im Arsch. Sehr gut. Genau, auf die Flak. Auf die. Aha, sehr gut, ja. Wunderbar, das heißt, wir können die kaputt bomben. Sehr schön. Haha. Ja, dann. Lass das mal die Flieger erledigen. Das ist ja relativ einfach, muss ich sagen. Okay, das heißt, ihr. Erfolg ist zwar voll, aber ich probiere das jetzt noch. Ihr könnt ja jetzt nochmal... Wo denn? Aha, okay. Jo.
Boah, was ist für eine Übermacht hier? Nein! Ein Jäger und meine Flieger sind im Arsch. Oh, Mist. Ja gut, egal. Kriegen wir auch so hin. Die Spitfires hier, ey. RAF. Von wegen RAF, ey. So, mach mal diese Flak da im Arsch. Mach die Flak weg. Los. Mach die Flak im Arsch. Der schießt euch doch platt da. So, mach die... Hier, der Bomber. Hier. Yes. Okay. Ja, wunderbar. Sehr schön. Okay, das heißt... Wo sind meine Einheiten? Hier sind meine Einheiten. Geht ihr mal bitte hier rein, in das Boot. So. Dann werde ich die gleich auch nutzen. Ja, das reicht nämlich nicht. Scheiße, das reicht nämlich nicht mit dem Schiff hier. So. Habams. Oder? Ich befürchte nicht, ey. Die Panzer muss ich aber auf jeden Fall mitnehmen. So. Dann hier. Oh, Bams. Oh Gott. Das reicht ja bei weitem nicht. Oh Mann. Ja gut. Ja. Der ist auch voll. Die sind alle voll. Okay, egal. Mit denen kann ich landen. Das ist kein Thema. Heinkelbomber, geht mal bitte hier oben drauf. So, mach diesen Turm im Arsch. Bams. Wunderbar. Alles klar. Das heißt, ich kann jetzt die... Ach, hier habe ich auch noch welche. Cool. Transportflugzeuge. Kann man da Einheiten reintun oder was? Das wäre mega cool. Okay. Da ist der Buckingham Palast. So. Ja, Leute. Ich mache jetzt die Folge ein bisschen länger. Weil es macht einfach Bock. Muss ich sagen. Es macht einfach Bock. Einfach den Gegner hier so schön wegzubomben. So. Mach die Flak im Arsch los. So, wunderbar. Das heißt, ihr seid jetzt auch auf der Seite, ne? Ja, sehr gut. Alles klar. Das heißt, wir können hier... D. An Land gehen. Wunderbar. So, dann... Hier auch an Land gehen. So. Boah. Was eine Schlacht. Schau dich das an. Richtig geil. So. So sieht es aus. Schön platt machen alles hier. So. Dann. Die noch? Mach dieses Ding mal im Arsch da. So. Da jetzt, okay. Hallo ihr hier. Die Flak da wegmachen. Genau. Sehr schön. Och du Scheiße. Haben wir hier eine Übermacht, ey. Das ist ja echt geil. So, hier können wir nochmal was uns aussuchen. Panzer. So. Reichweite, Treffer. Oh, schade. Speerkämpfer. Kavallerie. Nee, Quatsch. Was haben wir denn hier noch? Infanterie-Distanzangriffe. Panzerung, komm. So. Ja, dann würde ich sagen, können wir mit denen hier durch. Bonn. So. Und schön auf die Panzer da jetzt. Komm, los. Ach, die Sherman-Panzer. Ach, wie süß. Matilda, was? Okay. So. Wow. Das ist jetzt gerade ein bisschen unkoordiniert hier zwar, aber... So, ihr könnt bitte hier diesen Turm wegbomben. So. Sehr schön, Alter. Boah, das ist schon geil, ja? So, Bams. Boah, was eine Schlacht, Leute. Was eine Schlacht. Aber zum Abschluss der deutschen Kampagne würde ich sagen, machen wir das mal. So, Bams hier. Bam. Und sehr gut.
Wunderbar, alles klar. Was haben wir hier denn jetzt noch? Schiffe, okay. Ja, gut, aber das ist eigentlich jetzt egal. So, kämpft euch einfach durch. So, wunderbar. Dann macht alles platt hier. Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Ich würde sagen, ich speichere das nochmal. Speichere das mal bitte. Deutsche speichern. So. Gut. Was ist jetzt? Was ist das? Eine amerikanische Flotte in Europas Gewässern? Wie jetzt? Die 8. Flotte wird ihre Pläne vereiteln. Eine leere Drohung, Admiral. Ohne Kongress kann Roosevelt keinen Krieg erklären. Mag sein, aber die Flotte ist nur zur Beobachtung hier. Beobachtung? Was soll das jetzt wieder heißen? Wir sehen uns in der Hölle. Ach, die Amis. Ach, die Amis. Ich hab's gewusst. Ja, ja. Angeblich zur Beobachtung, ne? Was haben wir jetzt hier? Zerstören sich alle Gebäude, die die Amerikaner in England produzieren können. Das ist okay. Die Amis. Ja. Die Amis, Leute. Es war klar, dass sie sich wieder einmischen, ne? Angeblich zur Beobachtung. Come on, ey. Echt. Das ist der Buckingham Palast. Ah, ne, Quatsch. Tower von London. Wo ist denn der Buckingham Palast? Kapitol. So. Die Amis, die mischen sich nochmal ein hier. Das ist ja wohl nicht wahr. Die Amis. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ist das hier der Stadtzentrum? Ah, hier. Haha, okay. Wow. Okay, gut. Alles klar, dann ballert euch mal hier durch. So. Die ganzen Heikelbomber, die können das Ding mal bomben. Los. So, bombt das Ding. Buckingham Palast hier. So. Ach du Heilige. Ach du Heilige, hat er hier viele Flaks. In England hat die Abwehr noch einige Agenten zur Unterstützung unserer Truppe abgestellt. Jeder Spion kann entweder britische Militärgebäude übernehmen oder britische Stadtzentren und Kapitole infiltrieren, um Ressourcen zu plündern. Oh, geil. Die Agenten müssen klug eingesetzt werden. Es gibt keine weiteren. Oh, nice. Okay. Gut. Alles klar. Dann haben wir ja hier jetzt dieses Buckingham-Palast erledigt, tatsächlich. Und ja, Leute, die Amis, Vereinigte Staaten, das ist ja auch nicht wahr, ey. Da mischen die sich tatsächlich nochmal ein. Damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Infiltrieren sie Gebäude, nehmen sie einen Spion herein, okay. Gut, allerdings, liebe Leute, das würde ich sagen, machen wir dann doch das nächste Mal. Es dauert dann doch ein bisschen länger als gedacht, durch die Einmischung der Amis tatsächlich. Ja, na klar. Bombt hier mal das weg, so. Wo hat der eigentlich seinen Flughafen? Der olle Typi hier. Naja, gut. Egal. Wir können Militärgebäude einnehmen. Ja, ist jetzt die Frage. Oh, die Flugzeuge. Ich brauche unbedingt die Flugzeuge da vorne. Wartet mal. Ich brauche die unbedingt hier oben, ey. Weil die Bomber, die machen... Die dezimieren mich ganz schön gerade. Die dezimieren mich ganz schön hier. So, okay. Alles klar. Ja, wir werden überall angegriffen, Leute. Das ist unglaublich. So. Ja. Ja, ist ja gut jetzt. Mensch. Die Luftwaffe, ey. Die nervt noch. Die Bazooka? Der kann doch... Hä? Ich dachte, der kann Luftangriffe und so. Naja, egal. Wir werden angegriffen. Gut, liebe Freunde. Allerdings, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, ist ja gut.
Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt sie gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Also tschüss.